Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute drehe ich es aus dem Fußball und sage, wir starten rein mit dem Video. Let's go! Und heute gibt es wieder ein neues Fußballvideo auf einem Mittwoch. Und zwar, was wäre schöneres, als heute wieder ein Fußballtipp abzugeben. Und zwar für den zweiten Spieltag der Bundesliga-Saison 23/24. Und zwar, wer kann vielleicht am zweiten Spieltag meiner Meinung nach für Überraschung sorgen? Das besprechen wir heute in diesem Video. Und ja, wenn euch mein Kanal bzw. meine Videos gefallen, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und ich würde sagen, wir starten rein mit dem Freitagsspiel. Und zwar Leipzig gegen Stuttgart. Und ich finde, das Spiel ist wirklich schon ein sehr, sehr spannendes Spiel. Weil wenn man mal überlegt, Stuttgart hat das erste Spiel einfach mal 5-0 gewonnen gegen Bochum. Einfach geisteskrank, was sie dort gezeigt haben. Sind jetzt tatsächlich einfach mal auf Tabellenplatz Nummer 1. Ist geisteskrank. 5-0 gegen Bochum zu gewinnen, ist schon sehr, sehr stark. Auch wenn man sagen muss, Bochum dieses Jahr hat es sehr, sehr schwer, überhaupt die Liga zu halten. Aber ich finde, Stuttgart hat ein sehr, sehr geiles Spiel gezeigt. Und ich persönlich glaube jetzt nicht, dass sie gegen Leipzig was am Ende rausholen können. Glaube trotzdem, dass es am Ende knapp ausgehen wird. Und Leipzig wird das Spiel 2-1 gewinnen, meiner Meinung nach. Das erste Spiel hat Leipzig leider verloren. 3-2 gegen Leverkusen. Ja, aber davor haben sie auch schon im Supercup gezeigt. Die können Fußball spielen. Die haben super Spieler eingekauft und deswegen glaube ich persönlich, dass Leipzig am Ende das Spiel 2-1 gewinnen kann. Dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel, Freiburg gegen Werder Bremen. Und ja, Werder Bremen hat das erste Spiel leider 0-4 in München natürlich verloren. Das war natürlich ein bisschen bitter, aber es war klar, dass das Bremen verlieren wird. Gut, die haben ein paar Chancen rausgespielt, haben auch ein Abseitstor dort gemacht. Und deswegen glaube ich persönlich schon, dass Werder Bremen am Ende ein Tor machen wird. Glaube aber nicht, dass die gegen Freiburg irgendwas holen können, sondern ich persönlich glaube auch hier, dass Freiburg das Spiel 3-1 gewinnen kann, da meiner Meinung nach Freiburg immer noch eine sehr, sehr starke Mentalitätsmannschaft ist. Haben das erste Spiel auch schon auswärts 1-2 in Hoffenheim gewinnen können. Dann geht es weiter mit dem ersten FC Köln gegen Wolfsburg. Und dort hat mich tatsächlich das Spiel Köln gegen Dortmund auch echt überrascht, dass Dortmund dort nur 1-0 gewonnen hat. Auch Köln hat super geile Chancen rausgespielt, muss man einfach dazu auch noch sagen. Ja, Wolfsburg hatte nicht so einen starken Gegner am ersten Spieltag. Heidenheim war zu Gast dort. Und deswegen glaube ich persönlich, am Ende wird das ein Unentschieden werden. Ich glaube, dass Köln ein Tor machen wird. Auch Wolfsburg wird meiner Meinung nach ein Tor machen. Haben vorne auch gute Stürmer. Und ich glaube persönlich, dass es am Ende 1-1 ausgehen wird. Dann geht es natürlich weiter mit Bochum gegen Dortmund. Und Bochum wird es dieses Jahr unfassbar schwer haben. Und ich glaube auch jetzt am zweiten Spieltag werden die leider keinen Punkt mit nach Hause nehmen können. Auch wenn ich es Bochum wirklich gönnen würde, glaube ich persönlich nicht, dass die gegen Dortmund irgendwas machen können. Sondern ich glaube, die stellen sich einfach hinten rein und werden dann einfach die ganze Zeit hoffen, dass die irgendwie mal einen Konter hinbekommen. Aber gegen Dortmund muss man sich mal überlegen, wenn man da schon ein Tor hinbekommt, ist das schon sehr, sehr stark. Ich glaube persönlich, wie gesagt, nicht, dass es bei Bochum das passieren wird, sondern ich glaube persönlich, dass das Dortmund sehr, sehr eindeutig gewinnen kann mit einem 0-4. Auch Stuttgart hat schon gezeigt mit einem 5-0, was wirklich geisteskrank ist. Eigentlich müsste das Dortmund dann 9-10-0 oder so gewinnen. Glaube ich persönlich, wie gesagt, nicht, sondern ich glaube an 4-0 am Ende ist schon sehr, sehr hoch. Glaube aber nicht, dass es am Ende so hoch ausgehen wird. Ja, wie gesagt, Bochum muss jetzt wirklich gucken, dass die gegen etwas schlechtere Gegner ein paar Punkte mitnehmen, wie zum Beispiel eventuell gegen Heidenheim oder gegen Darmstadt, dass sie dort irgendwie 3 Punkte mitnehmen können und am Ende vielleicht auch wieder auf Platz 16 oder Platz 15 landen können. Aber ich glaube persönlich, dass es Bochum sehr, sehr schwer haben wird, wie man auch schon gegen Stuttgart gesehen hat, wo die wirklich fast nichts zeigen konnten. Dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel, Heidenheim gegen Hoffenheim. Und ja, ich glaube persönlich auch hier, Heidenheim wird es ebenfalls sehr, sehr schwer haben. Ich persönlich glaube auch hier, dass Hoffenheim das eindeutig gewinnen wird. Ich glaube schon, dass Heidenheim mal vorne ein Tor machen wird, vor allem mit Kleindiensten. Sehr, sehr starker Stürmer, muss man dazu noch sagen. Hat auch in der zweiten Liga immer sehr, sehr geile Leistungen erzeugt. Glaube persönlich aber trotzdem, dass Hoffenheim ein bisschen bessere Qualität am Ende hat und deshalb das Spiel auch hier 1-3 gewinnen wird.
Dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel, Darmstadt gegen Union Berlin. Und ja, ich glaube auch hier Darmstadt ebenfalls meiner Meinung nach einer der Abstiegskandidaten. Ob sie am Ende auf Platz 16, Platz 15 oder so landen, ist ja auch relativ egal. Aber Union immer noch Champions League Teilnehmer, haben auch schon am ersten Spieltag gezeigt, sie können's, haben 4-1 gegen Mainz gewonnen. Und ich glaube auch hier sehe ich keine Problematiken. Und ich glaube persönlich, dass das Spiel 0-3 am Ende ausgehen wird. Auch wenn man mal überlegt, dass sie das Spiel gegen Mainz, Mainz ist schon eine starke Mannschaft eigentlich, 4-1 gewinnen. Das war schon eine sehr, sehr starke Leistung auch von Union Berlin. Dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel, Gladbach gegen Leverkusen. Und ja, viele wissen es ja schon, ich bin Gladbach-Fan. Glaube auch hier wieder an Gladbach einfach, weil meiner Meinung nach Gladbach immer noch eine sehr, sehr starke Mannschaft ist. Haben natürlich jetzt bitter 4-4 gegen Augsburg gespielt, was wirklich sehr, sehr bitter war. Wobei man da auch nochmal anmerken muss, ob das ein Elfmeter für Augsburg war, weiß ich nicht so ganz genau. Ich glaube persönlich, dass es am Ende unentschieden ausgehen wird. 1-1. Ich hoffe es natürlich wirklich, wirklich, dass Gladbach da nochmal einen Punkt rausholen kann. Weil Leverkusen hat auch schon jetzt wieder gegen Leipzig gezeigt. Die haben eine geisteskranke Mannschaft, muss man einfach dazu sagen. Haben wirklich gegen Leipzig 3-2 gewonnen mit absolut Bomberqualität, mit Hofmann vorne drin, also im Mittelfeld, offensiven Mittelfeld und defensiven Mittelfeld. Granit Xhaka, das ist einfach geisteskrank. Ich hoffe, wie gesagt, dass Gladbach einen Punkt mitholt, wird aber sehr, sehr schwer werden gegen Leverkusen, auch wenn man sagen muss, letzte Saison waren sie zu Hause immer relativ konstant und sehr, sehr gut. Ich persönlich bin auch im Stadion und hoffe natürlich, dass sie am Ende da vielleicht sogar einen Sieg am Ende mitnehmen können. Dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel, Mainz gegen Eintracht Frankfurt. Und das erste Spiel hat Frankfurt 1-0 gegen Darmstadt gewonnen, war knapp, war trotzdem souverän. Und auch hier denke ich persönlich, dass Frankfurt am Ende nicht die großen Schwierigkeiten erleiden wird. Und ich glaube persönlich, dass sie es 0-2 gegen Mainz gewinnen können. Mainz hat auch schon gegen Union Berlin gezeigt, dass sie jetzt noch nicht die geisteskranke Qualität von so Top-Vereinen haben. Trotzdem glaube ich persönlich, dass es jetzt auch nicht in Höhen ausgehen wird, sondern ich glaube persönlich, dass Frankfurt das souverän macht mit 0-2. Vielleicht kann Mainz am Ende sogar noch ein Tor erzielen. Dann komme ich schon zum letzten Spiel, Bayern München gegen Augsburg. Und Augsburg hat ja gegen Gladbach gezeigt, die können auf jeden Fall zurückkommen, muss man sagen. Nach dem 2-0 haben sie das umgedreht, haben am Ende sogar 4-3 geführt. Und am Ende hat natürlich Augsburg das Tor noch reinbekommen. Aber ich finde trotzdem, Augsburg hat gezeigt, dass sie auch was können, dass sie zurückkommen können, auch gegen Top-Mannschaften. Und deswegen glaube ich persönlich schon, dass Augsburg am Ende ein bisschen mithalten kann. Glaube aber nicht gegen Bayern München. Überlegt mal, Harry Kane vorne drin, Kim Min-jae in der Innenverteidigung immer noch. Geisteskrank einfach nur, muss ich nicht mehr zu sagen. Leroy Sané auch zur alten Form zurückgekehrt gegen Werder Bremen. Ein geisteskrankes Spiel gezeigt. Und ich persönlich glaube deshalb, dass am Ende das Spiel 3-0 ausgehen wird. Und ja, so würde dann meine Tabelle jetzt aussehen nach dem zweiten Spieltag. Wie gesagt, es ist immer noch alles drin, wobei es sich jetzt schon auszeichnet halt, dass VfL Bochum halt schon hinten drin stehen würde. Haben natürlich gegen Dortmund auch einen echt, echt starken Gegner am Ende auch natürlich erwischt. Bayern würde aktuell dann Erster sein, Union Zweiter und Dortmund auf der 3 und Freiburg auf Platz 4 und wie gesagt, Absteiger werden Werder Bremen und VfL Bochum mit 0 Punkten halt. Wie gesagt, Werder Bremen hat auch mit Freiburg einen sehr, sehr starken Gegner am Ende bekommen. Ob die dann am Ende dort mithalten können, muss man wie gesagt mal gucken, wie sich das am Ende verläuft. Und ja, das soll es heute auch schon wieder mit dem Video gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt oder beziehungsweise irgendwie eure Tipps in die Kommentare schreiben würdet, würde es mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like, Abo da. Haut rein, Leute. Und damit, ciao, ciao.